Hallo und willkommen zu meinem Kanal. Heute geht es um diesen Oberteil. Diesen habe ich jetzt für meine Tochter gehäkelt und ich sag euch, es geht sehr einfach und wirklich schnell. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also hier ist es oben. Hier die Arme. Wenn man das anhabt, habt ihr ja im Bild gesehen, dann sieht das eher aus wie so Kurzarm. Und hier unten dann hier diesen schönen Muster. Man könnte das auch andersrum tragen. Dann hat man hier diese Naht. Finde ich auch sehr schön. Die hat man dann an den Seiten und hier vorne. Also wer es mag, kann das auch andersrum tragen. Und das kann man wirklich in jede Größe häkeln. Also jetzt nicht nur für Kinder. Meine Tochter, die ist jetzt, wird jetzt 2. Ich würde sagen, es ist jetzt so eine 92 Größe. Und wenn ihr das für euch machen wollt, also für Erwachsene, dann erzähle ich euch im Video, worauf ihr ja achten müsst. Und gleich erzähle ich euch noch was zur Wolle und zur Nadel. Und dann würde ich sagen, wir legen los. So, zuerst einmal zu der Wolle. Natürlich wieder einer von Action. Diese kostet 1,12 €. Hat 84 Meter drauf und wird mit einer Nadel von 4,5 bis 5 Stärke gehäkelt. Ich habe hier eine 5 und ja, habe jetzt einmal diese Wolle und das ist jetzt auch so eine, nur eine andere Farbe. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie wir anfangen. Also, wir nehmen hier einmal den Faden und drehen den zweimal einfach hier so drum. So, da oben, wo wir den Finger haben, gehen wir mit unserer Nadel rein und halten hier das Ganze unten fest. Dann nehmen wir hier unseren Faden, ziehen den einmal durch und können hier unten einfach dann ziehen. Dann schließt sich das. Und wir fangen an mit Luftmaschen. Und zwar benötigen wir jetzt für dieses Oberteil 81 Luftmaschen plus 3 weitere, denn diese 3 letzten wird unser erstes Stäbchen. Also wir machen insgesamt 84 Luftmaschen. 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir. 7, 8, 9, 10. Vierundachtzig. So sieht das Ganze dann aus. So, was wir jetzt machen, wir nehmen einmal den Faden und gehen einmal in die erste, zweite, dritte, vierte, in die vierte Masche rein, ziehen den Faden und gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Da haben wir jetzt unsere zwei ersten Stäbchen. Am Ende müssen es 81 sein. Wir holen den Faden. Gehen hier rein, ziehen den Faden einmal durch die ersten zwei. Kann man nicht so gut sehen, ne? So jetzt. Und dann nochmal durch die letzten zwei. Also nochmal, wir nehmen den Faden mit, einmal durch die Masche, holen den Faden, gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Holen den Faden einmal in die nächste Lücke rein. Holen den Faden, gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Nochmal, wir holen den Faden, gehen hier in die nächste Lücke, gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Und das machen wir bis zum Ende. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht, denn ich möchte euch zeigen, wie wir hier diesen Muster unten hinbekommen, dass das hier so, ja, gewellt ist halt. Und eben nicht ganz gerade. Ja, das zeige ich euch. So, wir machen jetzt weiter. Bin nun hier am Ende angekommen und so sieht das jetzt aus. Ja, wenn ihr das jetzt für einen Erwachsener machen wollt, dann würde ich das natürlich viel länger machen.
Da würde ich einfach ein altes, was heißt ein altes, einfach ein Oberteil nehmen und einfach von der Schulter bis zur Hüfte messen. Und dann braucht ihr natürlich doppelt so viel, denn einmal ist es die Rückseite und einmal die Vorderseite. So, und dann geht's weiter mit. Also wir sind hier am Ende angelangt, machen drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Drehen das Ganze. Und was wir jetzt machen, normalerweise, damit es gerade wird, gehen wir hier in diese Lücke, das heißt, wir überspringen. Wir aber gehen genau in dieses Stäbchen rein. Also wir holen uns den Faden, gehen 1, 2, 3 hier ins vierte, holen den Faden, gehen durch die ersten zwei und durch die letzten zwei. Und somit entsteht das. Dieser Muster hier auf der Seite sowie auf der anderen Seite auch. So, und jetzt geht es weiter wie vorhin auch. Das machen wir bis hier zum Ende. Ich wollte euch nur eben zeigen. So sieht es ja hier am Ende aus. Hier ist ja schon hier dieser Bogen. Und wenn wir das hier so nach oben drehen, ist unsere letzte Masche hier. Da kommt unsere letzte Masche und nicht hier in diesem. Ne? Hier nicht, sondern also so wie es gerade ist, von oben hier. Das ist unsere letzte. Wir suchen nicht hier noch irgendwie was raus. Da ist unser letzter. Wir machen drei Luftmaschen und gehen dann auch wieder da nochmal rein. So wie jetzt hier bei unserem Anfang von dieser Reihe auch. Ne? Da ist ein Stäbchen und hier ist ein Stäbchen. Diese drei Luftmaschen, die wir gemacht haben, ergibt ein Stäbchen. So, und das machen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muss ich nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11 Reihen. Also 11 Reihen und dann sehen wir uns nochmal. Nun bin ich fertig mit dem Stück. Das sieht jetzt so aus. Und das klappen wir einmal so. Also wir haben ein Rechteck, ein großes, langes Rechteck. Und von diesen Rechtecken brauchen wir jetzt natürlich zwei. Wie viele Reihen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Reihen. Davon brauchen wir noch eins. Und wie ihr hier sehen könnt, ist jetzt hier dieses Muster. Das finde ich halt sehr, sehr schön. Das, was noch so überbleibt, kann man mit einer Nähnadel hier reinfädeln. Oder reinnähen. Ich habe jetzt das Stück mitgenommen und das heißt, ich kann das einfach jetzt hier so ein bisschen ziehen, abschneiden und dann hält das Ganze auch. So. Also, wir brauchen ein zweites, wenn ihr das habt, wie ich jetzt. Das ist mein zweites Stück. So, diese müssen natürlich gleich lang und gleich groß sein. So, hier ist jetzt auch noch die Wolle. Ja, hier geht es auch schon wieder auf. Okay, muss ich gleich noch ein Stück nähen. Ich wollte euch nämlich jetzt zeigen, wie es weitergeht. Und zwar legen wir uns das Ganze erstmal zurecht. So. Und so. So, ich nehme jetzt mal die Kamera in die Hand, damit ich es euch einfach ein bisschen besser erklären kann. So. Also diese zwei Sachen, Teile werden aufeinander gelegt und dieses mit dem hier auch nebeneinander. Und so soll unser Oberteil auch genäht werden. Das hier werden die Öffnungen für die Arme. Das heißt, entweder näht man hier dieses Teil zusammen oder man häkelt es. Ich werde es einfach häkeln mit derselbe Wolle, also mit derselbe Farbe. Hier vor allem werde ich dieselbe Farbe nehmen. Für außen muss ich gucken, ob ich ja noch so ein Stück von diesem Lila habe. Vom Inneren habe ich ja hier noch.
Und hier werden wir das zusammennähen oder auch häkeln, so wie ich. Hier bleibt es offen, denn das wird die vordere Seite und hinten das Rückteil oder wie auch immer. Man kann ja beide Seiten für vorne oder auch nach hinten machen. Und ja, wir werden jetzt das Stück zusammen jetzt häkeln, damit ihr nur seht, wie ich das so meine. Und dann könnt ihr das auch selbst machen und ich melde mich mit dem Endergebnis. So, ich nehme hier meinen Faden. So, ich habe hier meinen Faden, womit ich das Ganze vernähen möchte. Verhäkeln, so. lege mir hier den Anfang so da drauf. Dann gehe ich hier unten rein. Hole mir den Faden einmal komplett durch und mache hier eine Masche. Und so verbinden wir alle. So. Am besten zieht ihr das Teil dann auch gleich an und dann könnt ihr halt gucken, wie viel denn wirklich offen bleiben soll. Werde ich gleich bei meiner Tochter auch machen. Und dann, ja, kann man da nichts falsch machen und es wird einfach perfekt. Ihr seht, ne, wie ich das mache. Also ich gehe durch beide, einmal diese und von der anderen Hälfte auch nochmal dadurch. Hol den Faden und zieh den einmal durch. Das machen wir jetzt noch zweimal und dann zeige ich euch, wie das dann ausschaut. So, jetzt legen wir das Ganze mal hin. Und so sieht das aus. Von der anderen Seite sieht es dann so aus. Ihr könnt die Seite nehmen, die euch am besten gefällt. Ich finde das hier mit dem hier sehr schön. Das werde ich jetzt, wie gesagt, bis hier ungefähr machen. Auf beiden Seiten. Und wenn ich soweit bin mit allem, dann melde ich mich nochmal und zeige euch das Endergebnis.